Das war eigentlich nur noch mit Sonderlang zu toppen, wenn man im Autoquartett unterwegs ist. Wenn Sie sich überlegen, ob man hier für sein Radio eine eigene Antenne gefunden hat, nein, das ist nicht so. Diese Prüfungen werden auf Lichtschranken gefahren. Bei einer so langen Schnauze muss man irgendwo mal wissen, wo ist die eigentlich zu Ende. Das hat man hier am Sichtfeld des Fahrers nochmal eine kleine Stütze, die Gedächtnisstütze entsprechend gebaut. Es geht weiter. Wir bleiben bei Eisenach und bei BMW. Alle BMW-Vorkriegsmodelle wurden in Eisenach gebaut, auch noch im Nachkriegsbereich in den ersten Jahren. In der Startnummer 31 begrüßen wir hier ganz herzlich die Firma Heiner Gassert, Heiner Gassert und Markus Gassert unterwegs, das Auto und Technik Gassert GmbH, die viel unterstützen bei der Heidelberg-Historie dabei sind. Und auch gleich nochmal uns bedanken an dieser Stelle offiziell uns der BMW 327, sogenannte Strich 2, also aus Eisenach, wie gesagt in der Tradition von Eisenach, mit den noch aufschiebbaren entsprechenden Fenstern, also keine Klimaanlage, ist aber erstmal den Scheibenwischer zur Seite legen, sonst wird das nichts. Und dieser Motor vom 328er, also mit dem 600 2 Liter Motor drunter, auch von der PS-Zahl mit 55 PS ein bisschen bescheiden ausgefallen, also von der Formsprache her Sieger vieler Konkurs der Eleganz. Viel Spaß weiterhin. Also, auf den Markt gekommen in den 30ern, gebaut in den 50ern, auf den Markt gekommen 1948, der legendäre Jaguar XK120. Man hat eben während des Krieges schon diesen neuen 600er Motor mit zwei umliegenden Nockenwellen entwickelt. Das war der sogenannte X-Motor. Da hat man die Version XA gebaut, XB, XC, XD und so weiter, bis es zum XK kam. Das war dann der entscheidende, später eingesetzte Motor. Dann hat man diesen Motor 1948 auf der Earthcott Motorshow zeigen wollen, eigentlich eine Limousine gedacht, mit 3,5 Liter Hubraum. Und da hat man gesagt, ja, so ein Motor hinzustellen ist auch ein bisschen blöd. Und dann hat der Designer Michael Sayer 6 Wochen Zeit, einen Sportwagen schon mal umzubauen. Das hat er in 6 Wochen gebaut. Kam so super an, dass man sofort gesagt hat, oder so viele Aufträge dazu kamen, dass man den Wagen auch in Serie dann gebaut hat. Sehr erfolgreich bis zum Nachfolger, dem E-Type. Startnummer 43 kommt als nächstes herangefahren. Der nächste 190 SL, den wir hier begrüßen, das sind Latizia und Michael Eckert mit ihrem 190 SL. Für das Thema Oldtimer-Anwalt WE sind wir bestimmt in all den entsprechenden Magazinen, wenn es um Oldtimer-Fachfragen geht. Dann ist der Michael Eckert immer mit dabei. Er selbst fährt diesen Wagen aus dem Jahr 1957 und hat ein bisschen thermische Probleme. Das sehen wir nämlich hier, weil die Motorhaube offen ist. Er dürfte auch gleich weiterfahren, bevor das Thermometer in Bereiche kommt, wo Sie es nicht unbedingt sehen wollen. So, morgen sind wir beim Audi Forum in Eckersulm und hier haben wir den NSU 1000 mit dabei. Startnummer 45. Das ist der Timo Witt wahrscheinlich, schätze ich mal. Hervorragend, Sie haben irgendwie den Fabian Gold unterwegs schon verloren, Sie Journalisten. Ah, er steht da, natürlich, ich muss ja fotografieren. Wollen Sie sich reinsetzen, sind Sie beide drauf, wenn ich mal Clips oder so, können wir auch machen. Also die beiden sind auf jeden Fall für die Audi-Tradition hier unterwegs.